Eine Rede zur Lage der Nation. Ave, treue Bürger Roms, hier spricht euer Gaius Julius Caesar. Und wir müssen miteinander sprechen, denn die Lage unserer Nation ist derzeit nicht die beste nach dem Ende der zweiten Amtszeit des Konsuls Corny. Wir befinden uns im Herbst 265 und müssen uns diese Lage vergegenwärtigen, vor der wir stehen. Keine einfache Lage, so viel kann ich vorab sagen. Wir beginnen hier, in Korsika. Die Etrusker mögen besiegt sein, doch gab es ein großes Problem. Eine Piratenflotte hat sich erhoben. Sie wurde schon mehrfach bekämpft, dennoch existiert sie noch. Dennoch ist sie hier noch eine Gefahr für uns, für Alalia, für unseren Handel und unsere Einkünfte und die friedlichen zivilen Schiffe, die hier vorbeifahren. Corny hat es nicht geschafft, in seiner Amtszeit diese dreckigen Piraten ein für alle Mal zu vernichten. Dann Sardinien. Ein Ziel, das Corny sich gesteckt hatte. Er wollte unbedingt Sardinien erobern und Caralis. Caralis, völlig ungeschützt, nur mit der Galizionsarmee. Und dennoch ist es immer noch in der Hand Karthagos. Karthago, ein gutes Stichwort. Wir sehen hier den General mit seiner Armee. Eine karthagische Armee, die hier noch existiert. Auch gefährlich zur See. Wer weiß, wo sie landen wird, wenn wir nicht rechtzeitig mit unserer Flotte dorthin kommen. Wir haben also immer noch Krieg gegen Karthago und keine großen Fortschritte gegen Karthago geschafft. Gleichzeitig wurde ein weiterer Kriegsschauplatz in Sizilien von Corny errichtet. Unsere einstmaligen Freunde, die Syrakuser, wurden verraten und hinterrücks erstochen. Ja, wir haben jetzt Syrakus. Und das möchte ich auch nicht abstreiten. Das ist eine wohlhabende, starke Siedlung, die uns sicherlich in Zukunft reich werden lässt und uns gute Nahrung bietet. Aber wir haben damit einen weiteren Kriegsschauplatz. In der jetzigen Lage eine schwierige Situation, denn Syrakus ist noch nicht besiegt. Sie haben hier noch ihre Stadt, die noch immer bis an die Zähne bewaffnet ist, mit guten Garnisonseinheiten, sowie hier noch einer Flotte mit einem starken Admiral, der über Lilibion wacht. Gleichzeitig hat Syrakus auch hier noch eine kleine Flotte, die aus welchen Gründen auch immer noch nicht zerstört wurde. Unsere Armee, die Legion 1, die steht hier in Syrakus. Schön, denn das war das Ziel von Corny, hier nach Sizilien zu ziehen mit unserer ganzen Armee. Was hat er dabei aber vergessen? Was habe ich schon vor langer Zeit immer wieder erwähnt? Die innere Stabilität, die öffentliche Ordnung in Italien selbst. Diese hat Corny immer wieder unterschätzt, gering geschätzt. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie es ausschaut, dann haben wir tatsächlich minus 67 öffentliche Ordnung. Ja, wir machen für die Zukunft wieder Plus und positive Zufriedenheit. Aber wie konnte man es überhaupt so weit kommen lassen, dass in römischen Städten, in römischen Provinzen und auch in der eroberten Provinz, alles zusammengenommen, so eine schlechte öffentliche Ordnung herrscht? Wie konnte man die Bürger so lange ungehört lassen? Wie konnte man die Menschen dort und auch die Sklaven so schlecht behandeln? Das Resultat von Cornys Herrschaft ein riesiger Sklavenaufstand ist, der uns alle schwächen wird. Er wird uns alle vor eine riesige Herausforderung stellen. Corny hat dies scheinbar nicht berücksichtigt oder eingeplant. Er hat wenigstens nicht damit gerechnet. Unsere ganzen Ländereien in Italien liegen jetzt schutzlos dieser Sklavenarmee gegenüber. Denn Corny wollte ja unbedingt mit seiner Armee nach Sizilien ziehen. Diese ist jetzt weit entfernt von der Sklavenarmee, von dem Schutz unserer Heimat. Lediglich hier steht eine ganz kleine Legion, die dritte Legion Stahlfakten. Aber das sind nicht viele Einheiten, die sie besitzt. Und auch keine starken Einheiten, nicht einmal Hastati sind in dieser Legion. Und anstatt in der letzten Runde mit dem letzten Geld noch Soldaten zu bauen für diese dritte Legion, um wenigstens eine geringe Chance zu haben gegen die Sklavenarmee, was macht Corny? Er baut noch Gebäude. Ich war immer dafür, Gebäude zu bauen, unsere Infrastruktur auszubauen und unsere Technologien weiter zu erforschen. Aber in solch einer Lage, in der Neapolis, in der Cosentia, Brundisium und vielleicht sogar Rom von dreckigen Sklaven gefährdet wird,
Wie kann man in solch einer Lage dann nicht Geld in die Verteidigung unserer eigenen Ländereien stecken? Das ist mir unverständlich. Das birgt nun eine schwierige Lage. Denn wenn ihr mich wählt, dann werde ich alles natürlich daran setzen, wieder die innere Stabilität, die durch Corny verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Wir müssen diesen Sklavenaufstand mit aller Härte niederstrecken. Wir müssen die Kontrolle über Sizilien vollends gewinnen. Nachdem Corny dies begonnen hat, können wir keinen Rückzieher machen. Wir haben mehrere Kriegsschauplätze, die uns überall jetzt belasten. Wir haben den Konflikt mit Karthago, dessen Armeen und Flotten hier uns gefährden. Wer weiß, welche Flotten Karthago in der Hinterhand noch hält. Wer weiß, mit was sie noch angreifen werden. Wir sind in Sizilien beschäftigt, wir sind in Italien beschäftigt und auch die Piraten sind noch nicht besiegt. Wir sind also auch noch auf dem Meer beschäftigt. Es ist also unverständlich, wie es zu so vielen gleichzeitigen Problemen und Kriegsschauplätzen durch Scornys Herrschaft kommen konnte. Gleichzeitig wurde unter Cornys Regentschaft ein Volksentscheid durchgebracht, der sehr uneinheitlich war oder Unstimmigkeiten hervorrief. Manche sagen, der Volksentscheid bedeutet, die zweite Stadt, die erobert werden soll, soll Karthago sein. Manche sagen, die dritte Stadt, die erobert werden soll, soll Karthago sein. Manche sagten, eine der nächsten Städte soll eine karthagische Stadt sein. Es herrscht große Unklarheit über den letzten Volksentscheid. Das Volk weiß nicht genau, wie hier entschieden wurde. Da muss es ganz klar Klarstellungen geben. Da wurde nicht so gut durchgegriffen und für Ordnung gesorgt, um bei diesem Volksentscheid klare Regeln festzulegen. Beziehungsweise die falschen Worte vielleicht bei dem Volksentscheid entschieden worden. Aber vielleicht muss man sich dann an die offiziellen Worte reichen, so wie es der Senator Scipion verstanden hat mit der dritten Stadt Karthago. Denn damit wurde ja offiziell abgestimmt. Anders kann man das dann auch nicht sehen. Ja, wir stehen vor großen Herausforderungen. Das Einzige, was ich auch sehr befürwortet habe, ist die guten Beziehungen zu Athen und Sparta. Das persönlich schätze ich sehr und will ich weiterhin ausbauen. Also, wir sollten hier weiter auf gute Beziehungen setzen. Mit Athen haben wir sogar schon gute Beziehungen, einen Handel mit Sparta und Athen haben wir gute Partner im Osten und wir bekommen ja sogar dort noch Einheiten. Das wurde immerhin gut gemacht und gut geregelt. Aber schauen wir uns nochmal Cisalpina ein. Gallia Cisalpina. Corny wollte weiterhin hier auf freundschaftliche Beziehungen setzen. Er hat einen Diplomaten zu den Venetern geschickt. Ein Diplomat, der verletzt wurde. So sehen wir jetzt also das wahre Gesicht dieser Barbaren, das ich euch schon immer offenbart habe. Wir können diesen Barbaren im Norden Italiens nicht vertrauen. Ich sage nicht, dass wir sofort einmarschieren sollen. Das auf keinen Fall. Denn durch Corny haben wir verschiedene Kriegsschauplätze im Süden, die es uns nicht erlauben, sofort im Norden einzumarschieren. Aber ich sage auch, wir können diesen Barbaren nicht vertrauen. Ich rede ganz speziell von den Barbaren hier auf Gallia Cisalpina. Nicht von anderen Barbaren noch weiter im Norden. Die Germanen, die schätze ich sehr. Mit den Germanen im Norden hätte ich gerne freundschaftliche und gute Beziehungen. Aber langfristig müssen wir hier vorgehen im Norden. Und vielleicht schaffen wir es, eine Feuerpause im Süden zu erlangen, um erst einmal unsere innere Stabilität wiederherzustellen. Um endlich diese Piraten ein für alle Mal zu vernichten. Um diese riesige Herausforderung der Sklavenarmee mit 20 Einheiten der stärksten bewaffneten Gladiatoren zu bekämpfen und zu vernichten. Und wenn wir die innere Stabilität wieder haben, dann können wir vorgehen, wie wir wollen. Und dann wäre es mir wünschenswert, endlich im Norden voranzuschreiten, um hier zum Beispiel an die Ressource Glas zu kommen, die Corny auf keinen Fall diplomatisch erringen konnte. Dann muss das Schwert sprechen. Dann müssen wir hier für sichere Grenzen im Norden sorgen. Aber wie gesagt, vorher sind wir durch die letzten Entscheidungen des Konsuls Corny hier im Süden gebunden und müssen dementsprechend handeln. Ich bin sehr gespannt dazu, was das Volk zur aktuellen Lage sagt und was deren Einschätzung zu dem Ganzen ist. Ich bin da auch sehr neugierig. Was ich aber auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist die große Anzahl an Generälen, die in den letzten Amtszeiten von Corny gestorben sind. Darunter Scipionen und Brutii, viele tapfere Männer, die, ja,
öfter hier gestorben sind, als man es hätte vermuten können. Ich weiß nicht, ob dies auf spezielle Befehle von Corny zurückzuführen ist, ob es ein Zufall war. Es wird nur im Volke gemunkelt und getuschelt, aber man weiß es nicht. Dennoch ist es schon auffällig, dass so viele Generäle gestorben sind. Trotzdem möchte ich natürlich seine Leistungen nicht schmalreden. Auch er hat viele Siege errungen, die seien ihm auf jeden Fall gegönnt. Dennoch haben wir eine schwierige Situation und deswegen sage ich euch, brauchen wir einen starken Herrscher an der Spitze, der endlich wieder für öffentliche Ordnung, die akzeptabel ist, sorgen kann, der das Volk zufriedenstellt, der das Land gut verwalten kann, um genügend Geld zu haben, um das zu erreichen, wofür Rom bestimmt ist. Nämlich größer zu werden, stärker zu werden, technologisch überlegen zu werden und auch wirtschaftlich überlegen zu werden. Und natürlich müssen hier die inneren Konflikte besiegt werden. Und ich werbe für mich, Gaius Julius Caesar, als diesen Mann, der dies erreichen möchte, in der nächsten Amtszeit, in der dritten Amtszeit, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich sehe bei weitem meine Stärken größer als die von Scipion. Ich denke, mit dem Fokus auf innere Stabilität, den Corny nie gesetzt hatte, den auch Scipion nicht so stark setzt wie ich, kann ich hier Rom wieder Frieden bringen und euch Zufriedenheit. Es wird nicht leicht werden, deswegen werde ich auch sehr stark den Rückhalt des Volkes brauchen, weswegen ich mich über eine große Stimmenanzahl freuen werde. Ein klares Ergebnis, das ist jetzt das, was Rom braucht, einen klaren Herrscher, der vom Volke gewählt wird, ganz allein vom Volke, denn das Volk hat meiner Meinung nach die Macht in Rom verdient und auch einen guten Herrscher, den das Volk wählt. Deswegen bitte ich um eure Stimmen in der nächsten Wahl zur dritten Amtszeit, sodass ich über Scipion triumphieren kann und diese ganzen Probleme, die uns Corny hinterlassen hat, dann Stück für Stück hoffentlich mit eurer Hilfe zusammen beseitigen kann. Im Übrigen bin ich immer noch der Meinung, dass Karthago langfristig zerstört werden muss. Wählt mich unten in der Beschreibung der Papyrusrolle, findet ihr den Weg zur Wahlkabine. Ich freue mich über jede einzelne Stimme. Sagt es auch euren Freunden, euren Brüdern, euren Familienmitgliedern, Verwandten, sogar jedem Fremden, den ihr trefft. Euer Gaius Julius Caesar.